Innsbruck geboren. Mit 7 Jahren bin ich nach London gekommen, weil mein Papa damals politisch nicht ins Ding gepasst hat. 38 hat er müssen von der Wohnung gehen und vom Posten. Und dann sind wir nach London gekommen. Das war halt nachher da die ganze Kriegszeit als Kind verbracht, so wie viele andere. Und manchmal habe ich halt auch das gespürt, dass der Papa da nicht hinpasst hat. Gell? Es waren schon eifrige Nationalsozialisten da. Wie der Krieg aufgebrochen ist, dann hat sich das geändert. Gell? Es war ja eine gefährliche Situation, wenn du nicht für das Regime warst. Nachher ist es dir schlecht gegangen, du können eingesperrt werden. Wenn die Fahne nicht gegrüßt hast, nachher hat es dir können schlecht gehen. Es ist dann Kriegsende gewesen. Und das hat die Frau Freudenwalch, die da mal gewohnt hat, und ich, wir haben ein Radl zum Leichen gekriegt von zwei Soldaten und sind aber die ganze Stadt durchgefahren. Kein Mensch war unterwegs. Und die Fahnen waren rot, weiß, rot. Hat es geheißen im Radio, weil in Innsbruck war schon die Besatzung, die amerikanische, man sollte rot-weiß-rote Fahnen ausgetan. Also dann hat man die Hakenkreuzfahne geteilt, das Hakenkreuz weggetan, ein Leintuch eingenäht. Und nachher haben ganz landig war voll rot-weiß-rote Fahnen, bis auf zwei, das waren weiße. Die Dinge haben sich aufgelöst, die Soldaten. Die Kaserne, alles hat sich aufgelöst. Und die Landecker Bevölkerung ist plündern gegangen. Amerikaner hast du befreien mehr gerechnet. Und das waren ja nicht so lange, das ist alles aufgeteilt worden. Aber obwohl die Franzosen gesagt haben, hat mir einmal einer gesagt, wir waren keine Besatzung. Sie haben sich anders genannt. Aber man hat es halt als Besatzung gesehen. Nach dem Krieg haben sich wieder die Parteien aufgestellt. Aber es ist eigentlich recht gut gegangen. Mhm. Ab und zu wieder hat es so kleine Differenzen gegeben. Aber an und für sich haben sie alle zusammengearbeitet und geschaut, dass was weitergeht in Landeck. Es waren sehr viele Deutsche, Beamte da in Landeck. Das hat sich nachher wieder zurückentwickelt und dann wieder die Österreicher gekommen. Mein Papa war im ersten Gemeinderat schon, ja. Mein Papa hat sehr geschaut, dass Wohnungen gebaut worden sind. Der hat fest auf das Wert gelegt. Es war ja eine furchtbare Wohnungsnot. Weil erstens war die Besatzung da, und die hat die Wohnungen beschlagnahmt gehabt oder heißer. Und die Leute haben müssen ausziehen. Wir haben auf zwei, drei Familien, fremde Familien zusammenleben müssen. Und da hat mein Papa sehr fest geschaut. Und schauen, dass es Arbeit gibt. Die Textil und die Kante und die Bahn, Post. Und nachher die Beamten da, Finanzamt und das Ganze. Und nachher natürlich privat die Geschäfte, Betriebe auch haben aufgebaut. Mein Papa hat Arbeitsplätze hergebracht, und zwar mal von Riedelglas hat er was hergebracht, mhm, und auch von Rechhaus was. Aber da waren viele dagegen vom Gemeinderat, weil sie gesagt haben, kriegen wir einen roten Bürgermeister, das können wir uns nicht leisten. Also, es wäre drin gewesen in der Fliessau, wäre das geplant gewesen. Mhm. Also das hat sich zerschlagen. Ja, und nachher hat es Sportverein gegeben. Und es war eigentlich immer was los. Ganz früher überhaupt, da haben für die Vereine halt die Parteien das gegründet, oder? Aber das war keine Feindschaft oder irgendeine Gegnerschaft. Der ist halt dort gegangen, der Idiane ist halt da gegangen. Schwimmen. Nachher war bald einmal aus. Und wenn wir ins Kino gehen haben dürfen, das war halt toll.
weil da hat es Jugendverbot gegeben. Ab 20 Jahren, ab 19 Jahren, ab 16 Jahren, ab 14 Jahren. Und da hast du schon geschaut, hast du ein bisschen eingeschwindelt. Aber da war schon die Polizei da und hat aufgepasst, gell. Und das hast, da hast du müssen aufpassen. Und mit der Militärin, die was die Karten ausgegeben hat und Ding, der haben wir noch wieder mal eine Zigaretten geschenkt. Vom Papa bettelt und der geschenkt, dann hat sie uns eingelassen. Mein Vater war auf der Krankenkasse, Gebietskrankenkasse. Die Mama war daheim, ja. Die war unter dem Krieg, Kriegseinsatz hat es geheißen, ja, aber müssen. Sie hat sich auf der Gemeinde für die Kartenstelle gearbeitet. Und das hat ihr ganz gut gefallen, ja. Dann sind sehr viele in die Schweiz arbeiten gegangen. Frauen und Mädchen. Also halt umgewechselt natürlich, viel mehr verdient haben. So ähnlich wie jetzt da die von Jugoslawien und von Kroatien die Frauen kommen, so sind unsere Frauen in die Schweiz gegangen, arbeiten. Dann hat es sich entwickelt, dann haben die Leute auch angefangen, Häusl bauen, eigenes Augenhaus mit eigenem Hemd. Ich denke mir, wenn jetzt die Häuser so sicher, ja, die haben fest geschuftet.